Was ist eigentlich ein Remix? Wir gehen hin, stellen Urlaubsvideos zusammen mit Musik. Das heißt, ich nehme verschiedene urheberrechtlich geschützte Materialien, mache daraus was Neues und stelle es online. Das ist illegal, das ist nicht erlaubt in Deutschland. Das geht über Fandubs, das heißt, wo Fans hingehen und ihre Lieblingsfilme nachsynchronisieren. Und die stelle ich jetzt nach zu Hause im Wohnzimmer mit meinem Hund als Chewbacca. Und massenweise, Hunderttausende, wenn nicht Millionen von Leuten, machen plötzlich all das. Nämlich teilen, weiterverarbeiten, sharen. Ja, es ist der Normalfall der Netzgesellschaft. Und wird halt aktuell 100% kriminalisiert. Das ist doch sinnlos, sowas! Das ist schön, ja. Für mich ist es teilweise schizophren, weil die Idee der Popmusik ist eigentlich die Straßenkultur. Also die wirklichen Clown, das ist von vorne bis hinten die Idee des Clowns und des Aneignens. Und wie definiert man denn eigentlich kleinster Textausschnitt? Weiß jetzt nicht, was ich da. Wir haben ja die leicht absurde Situation, dass die Bundeszentrale für politische Bildung mal ein Buch gemacht hat, Urheberrecht für Einsteiger. Das ist 400 Seiten dick. Aber selbst wenn man dieses Buch durchgearbeitet hat, stellt man immer wieder fest, da gibt es noch ganz viele andere Sachen. Ja, da freuen sich die Anwälte mehr drüber als alle anderen, weil das im Zweifel die einzigen sind und Richter und also Fachjuristen mit anderen Worten, die sowas überhaupt beurteilen können, wenn denn überhaupt.